nach Nordrhein-Westfalen und dann noch ein bisschen verteilt wird. Und Frank Becker arbeitet das auf und gibt es in Bezirksvorständen und wiederum an die Kreise. Das verteilt ist, und dieses Jahr die Summen werden relativ identisch bleiben, weil es für dieses Jahr einfach schon alles so weit in trockenen Tüchern ist. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir für 2016 dann die entsprechenden Parteienfinanzierung, wenn wir es vollumfänglich erhalten wollen, auch die entsprechenden Einnahmen generieren. Also Sie alle wissen, nur wir bekommen die 4,5 Millionen nur, die 2,5 Millionen oder so im Sinne, wie wir auch die Einnahmen gegenüber darstellen können. Ob es da noch einen Goldkopf gibt, auf jeden Fall eine Initiative aus Nordrhein-Westfalen, die im Merchandising-Bereich was tun möchte, da sind wir auch federführend, da werden wir den Bund auch unterstützen, was natürlich auch den Landesverband zugutekommt. Das heißt, also, deine Frage ganz konkret beantwortet, es wird noch mindestens zwei Abschlagszahlungen geben. Es wird allerdings auch Kreise geben, die zu viel bekommen haben aufgrund dieses Pro-Kopf-Berechnung. Das kann sein, es wird zwei, drei Kreise, ich glaube aus Köln ist es niemand, die dann die nächste Zahlung kein Geld bekommen, aber bei der übernächsten Zahlung wieder vollumfänglich ihre Probleme sind. Dann noch die Frage, können die Kreise noch irgendeine Unterstützung für das Land erwarten? Das Geld fast in allen Kreisen ist, fast in allen Kreisen ist so, das ist wirklich richtig viel Geld. Ich kann Ihnen mal so nennen. Kreise in Krefeld, da reden wir von fast 10.000 Euro Parteivermögen auf dem Konto. Es gibt auch andere Kreise, die haben weit höhere Summen. Also es ist nicht so, dass die Kreise kein Geld haben. Ich vermute auch, in Bergisch Gladbach einige tausend Euro. Ich denke mal, dass man da sinnvolle Erwartungen, wenn es was gibt, das aber im Landesvorstand auch beschlossen, da gibt es ja einen Etat für Summen zwischen 250 und 500 Euro, an denen wir uns beteiligen, wenn es eine Veranstaltung, die auch im Landesinteresse ist. Wir können natürlich nicht jedes Mal irgendwas für den kleinen Dackelzüchterverein machen, aber wenn es da konkrete Sachen gibt, die dem Landesverband dienen, okay, vielen Dank dafür. Die nächste Stimme war hier vorne rechts, und wir haben es gesehen. Christian Lieborn. Ich möchte noch mal ganz kurz hier, wir schauen hier von Wahlen. Meine große Hoffnung für Deutschland sind die Wahlen in Frankreich. Und jetzt komme ich zurück. Der Kollege aus Köln hatte geklagt, dass Mandate nicht zurückgegeben werden. Aufgrund von Listenplätzen. Wie ist das mit Ihrer Fraktion in Brüssel? Gehe ich davon aus, dass Herr Lucke bestimmt hat, welcher Fraktion Sie sich anschließen, und besteht theoretisch die Möglichkeit, dass Sie das sehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass Herr Lucke irgendwann mal irgendwas bestimmt hat, Mensch. Also im Ernst, also natürlich ist das von Herrn Lucke festgelegt worden, das ist klar. Ob das jetzt falsch war, ob das nicht möglicherweise strategisch aus bestimmten Gründen sogar richtig war, darüber kann man lange streiten. Eins ist aber sicher, die beiden jetzt verbliebenen AfD-Abgeordneten in Brüssel werden die Fraktion nicht wechseln. Und zwar weder in die Fraktion von Marine Le Pen, noch in die Fraktion von der UKIP. Und zwar, ich kann Ihnen das auch erklären, weil Sie vermutlich die Frage stellen werden, warum das so ist. Ich glaube, dass das für die Arbeit im Europäischen Parlament und für das, was wir dort bewegen, keinen Unterschied machen würde. Es würde aber genau das befeuern, was medial derzeit versucht wird herbeizuschreiben, nämlich der Rechtsruck. So, und ich habe mal gesagt, dass ich es sehr befürwortet hätte, wenn wir in die Fraktion mit UKIP, mit der Fünf-Sterne-Bewegung gegangen wären. Ich hätte das damals für den richtigen Schritt gehalten. Aber jetzt einen Wechsel zu vollziehen, halte ich für nicht klug, sondern ich glaube, dass wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, dann sollte man sich auch als politisch verlässlich erweisen. Und ob wir die Arbeit... Ob wir die Arbeit in der EFDD machen oder ob wir sie in der ECA machen, macht keinen Unterschied. Unsere britischen Kollegen sind zwar stocksauer über unsere Position zu TTIP, und die Polen sind überhaupt nicht glücklich über unsere Position zum Thema Russland und. Aber man lässt uns unsere Arbeit machen und wir beeinflussen die Arbeit in der Fraktion auch. Und ich glaube, dass wir da
eine gute Arbeit machen, eine sinnvolle Arbeit machen und das wollen wir so weitermachen. Mein Name ist Lars von Gehlen. Ich stehe oder sitze zwischen den Stühlen. Ich bin voller Begeisterung einfach zur AfD gekommen und ich sage auch, ehrlich gesagt, ich bin persönlich so neu, dass ich mit den ganzen persönlichen Hintergrund mitschwingen und das ganze Geschehen bestimmen, nichts zu tun habe, also insofern auch neutral sein kann. Ich bin voller Begeisterung hergekommen, weil ich gedacht habe, wie ist eine Partei, die mich vor etwas schützt, nämlich davor, dass der Islam mein zukünftiges Leben und das Leben meiner Kinder versteht. Und ich bin da sehr konsequent. Ich bin nicht einer der, ich habe sehr gute islamische Freunde, denen viel. Dann habe ich bei der AfD festgestellt, dass nicht zwischen klarer Abgrenzung gegenüber dem Islam, der eine menschenverachtende Ideologie darstellt, das ist meine persönliche Meinung, und sehr neugierig, was die AfD darüber sagt. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin damit. Ich weiß aber, dass kaum einer sich traut, das zu sagen. Und ich war enttäuscht, dass die Acht, die darüber diskutiert wurde, ich benutze mal das abgegriffene Wort, etwas stammtischartig war, sodass ich seriös über diese knallharte Frage, eine unmenschliche Ideologie mit Menschen, die Islamisten sind, also die islamisch sind, die aber sehr liebenswerte Menschen sind, dass das Probleme sind. Für die müssen wir Formulierung haben. Und ich habe bei der AfD keine Formulierung dafür gefunden. Und das hat mich gebracht dazu, in die andere Richtung der Alpha zu denken, unabhängig von den ganz persönlichen Problemen, mit denen ich ja nichts zu tun habe. Jetzt merke ich, dass da aber auch kaum Bereitschaft besteht, sich mit den ja, ich weiß, auch in einem Jahr, da wird es verschieden, da wird so den Tag nach wie vor kommen, es gegen die Islamleute und fertig. Aber hier, und das erwarten oder wünschen wir von der AfD, gibt es keine klare Sprache. Das Thema wird vermieden. Und da möchte ich Sie, Herr Pritzell, doch bitten, ob Sie da mal eine klare Sprache sprechen können. Wenn ich eine Sekunde Zeit habe, würde ich noch sagen, das ist eine Frage, die ich übrigens in beide Richtungen stelle. Sie sind durch Zeit geradeaus. Das Letzte, was ich sagen möchte, die AfD hat nur eine Zukunft, wenn sie ihren Vorstand auswechselt. Das kann ich Ihnen, Herr Pritzell, nicht ersparen. Dankeschön. Was? In welchem Vorstand kann es gehen? Bundesvorstand. Der Bundesvorstand, so wie er jetzt ist, gibt keine Garantie für eine zuverlässige. Er wird sehr schnell, ich bin Psychologe, hochdynamisch in einen massiven Streit geraten, aus Gründen, die ich nicht sagen darf, die Sie alle kennen. So werden Sie keinen Erfolg haben. Würden. Schaffen Sie neue, kompetente Leute, dann haben Sie eine Chance. Also ich würde mal können, die nächste ist die Frau Einzel. Ich würde da nur ganz kurz zu sagen, wir sollten einfach den frisch gewählten Vorstand zunächst mal die üblichen 100 Tage Frist gönnen. Danach können Sie sich dann gefunden oder Ihrer Meinung nach nicht gefunden hat, dann können wir in die erste Bewertung einsteigen. Aber vorher, denke ich mal, wie das gefährlich ist, dass wir sagen, Leute, macht erstmal, legt erstmal was vor und dann sagen wir euch, ob uns das gefällt oder nicht. Danke. Also, Frau Gebietli, glaube ich, hat das beim Bundesparteitag sehr deutlich vor ihrer Wahl schon gesagt, wie sie gedenkt, die AfD diesbezüglich aufzustellen. Und sie hat klar gesagt, der politische Islam ist mit der deutschen Gesellschaftsordnung eben nicht vereinbar. So, und das ist die Frage, die für den Islam in den nächsten Jahren, Jahrzehnten relevant sein wird, schafft er es, den politischen Islam vom rein religiösen Islam zu trennen, sozusagen im Prinzip seiner eigenen Reformation zu vollführen. Also kriegen wir hier eine ehrliche Trennung von Staat und Kirche auch für den Islam. Das ist, denke ich, die Position, die wir als AfD in dieser Frage einnehmen sollten. Das ist auch meine persönliche Überzeugung. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch zum Thema Vorstände. Die AfD neigt dazu, ihre Vorstände immer gleich in Bausch und Bogen zu verdammen, wenn irgendwas nicht so läuft. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben so viele Vorstände auf allen Ebenen. Ich glaube, alleine, es hat bestimmt 50 Landesvorsitzende, hat diese AfD schon gesehen. Und jedes Mal ist man fest davon überzeugt, dass also man jetzt
den ganzen Vorstand austauscht und alles neu macht und sofort wird alles besser. Und drei Wochen später ist man genau wieder da, wo man vorher aufgehört hat. Und diese Tendenz, die sollten wir uns irgendwann mal abgewöhnen, sonst haben wir auch gar kein Personal mehr. Okay, dann haben wir als nächstes die Frau Heinz, danach Ben Hoffmann, danach da hinten im Eck, danach Jan. Ja, ich hatte eigentlich was zu den Finanzen sagen wollen. Ganz kurz einen praktischen Vorschlag, falls wieder mal Geld zusammen die Spenden, um Spenden gebeten werden sollte mit so einer Geldbombe. Da war am Anfang, weiß ich noch, die Geldbombe im Internet zu sehen und jeder Betrag, der gespendet wurde, ob es 10 Euro waren oder 20 oder 100, der wurde aufgelistet nach der Zeit. Die zweite Geldbombe, da stand Bernd Lückes 1000 oder 2000 Euro, die er gespendet hat, eisenhart immer da oben. Ich habe dann an die Geschäftsstelle geschrieben, ganz schnell eine E-Mail, und gesagt, das schreckt die Leute ab, die nicht so reich sind. Mancher würde gerne 10, 20 Euro spenden, aber wenn er denkt, das sind ja so Reiche, da brauchen die ja meine 10 Euro nicht. Und dann kommt hinterher viel weniger zusammen. Und tatsächlich war es so, dass die Geldbombe beim letzten Mal nicht mehr so viel erbracht hat. Das war das eine. Das andere ist zum Thema Islam. Da muss man sich sehr gut damit beschäftigt haben, um da irgendwas dazu sagen zu können. Das Thema Islam ist ein heißes Eisen. Und unser politischer Gegner wartet nur darauf, dass wir uns an die Finger fassen. Es ist aber tatsächlich so, ich habe das auch mitbekommen, dass Frau Petri gesagt hat, der politische Islam hat eine Staatsauffassung, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Der Türke stellt sich noch in der Halle vor Phoenix und verdreht ihr das Wort im Mund, indem er sagt, die Frau Petri hat ja gesagt, der Islam ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Ich frage sie, was will sie denn dann mit den vielen Muslimen, die hier leben, machen? Diese Vermischung aus einerseits Ideologie und andererseits Menschen, das tut Bernd Lücke. Und das ist absolut demagogisch und das ist auch eine dieser Enttäuschungen. Ich komme noch mal zurück auf das vorhin von den Herrn Psychologen der ersten Reihe gehört. Ich habe den Namen leider nicht gemerkt. Entschuldigung, vielleicht sehen wir uns nachher noch. Vor 1000 Jahren wussten wir, dass die Erde der Mittelpunkt allen Seins ist. Vor 500 Jahren wussten wir, dass die Erde eine Scheibe ist. Und vor 5 Minuten haben wir gelernt, dass unser Vorschlag wahrscheinlich nicht lange funktionieren wird. Ich denke, wir sollten erstmal die Zeit ein bisschen ins Land gehen lassen. Es können sich aber auch noch Dinge ändern, die jetzt vielleicht etwas düster aussehen für einen gelehrten Herrn. Ich hoffe es zumindest, und die Hoffnung ist ja bekanntlich das, was zuletzt stirbt. Eine Frage habe ich, und zwar noch zum Thema Finanzen. Es ist auf dem Bundesparteitag thematisiert worden, dass eine sehr große Anzahl von Mitgliedsbeiträgen nicht beigetrieben werden konnte. Also noch irgendwo in der Mana herumschwirrt, ob die jemals gezahlt werden, weiß wahrscheinlich auch jetzt noch keiner. Ist es nicht so, dass wenn jemand längere Zeit oder unter Umständen auch noch nie Beiträge gezahlt hat, er per se auch nicht die Voraussetzungen erfüllt, überhaupt ein Parteimitglied zu sein? Und welche Folgen hätte das, wenn das denn endlich mal buchhalterisch sauber aufgearbeitet wird, sodass man sieht, es gibt doch vielleicht etliche hundert, wenn nicht sogar eine vierstellige Zahl von Menschen, die auf dem Papier zwar Parteimitglied sind, aber grundsätzlich die Voraussetzungen überhaupt nicht erfüllt und auch eben kein Parteimitglied sind? Das wäre meine Frage für den Augenblick. Danke. Die kann ich beantworten. Also, soweit ich weiß, findet im Moment in der AfD überhaupt kein Beitragsinkasso statt. Ja, das soll sie jetzt bitte nicht dazu verleiten, ihren Beitrag nicht mehr zu zahlen. Das wird sich ändern, spätestens dann, wenn das auf die unteren Ebenen jetzt auch der Beitragseinzug runtergeht, dann hat man den Schuldner etwas näher und kann ihn auch persönlich ansprechen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wenn das dann praktiziert wird, dass uns vielleicht nochmal ein paar hundert Mitglieder verloren gehen, die vielleicht einfach schon deshalb noch dabei sind, weil es nichts kostet, effektiv. Solange, aber nach meinem Wissen, solange nicht gemahnt wird und nicht danach verlangt wird, verfügt man auch keine Mitgliedschaftsrechte. Das wäre erst der Fall, wenn man auf mehrfache Aufforderung nicht bezahlt hätte. Wir verfügen ja offenbar über irrsinnige Kräfte.
jetzt schon realistisch voraussagen, dass unser Bundesvorstand dann lange haben wird. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder Raum halten wird. Das hatten wir, glaube ich, überwunden. Hoffe ich, dass wir das sogar unten haben. Denn mit solchen Prognosen, die so ungefestigt sind und keine Anhaltspunkte dafür da sind, die sollten wir auch so gar nicht äußern, weil das wieder Unruhe einträgt und in eine Richtung führt, die uns eigentlich nie gut getan hat. Ich würde eine andere Bemerkung machen, und zwar eine im Grunde mal offene Frage, wann wir eigentlich wieder offensiver uns mal darstellen und in der Öffentlichkeit. Ich stehe jetzt eine Phase ein. Ich frage das, weil ich auch verschiedentlich darauf angesprochen werde, nicht nur von Parteimitgliedern, sondern auch von Bekannten, Nachbarn, Freunden. Hatte die Riese von euch, sieht man, hört man nichts mehr. Ja. Ist klar, die Zeitungen verschweigen uns weiter, die machen uns weiter nicht, nennen uns nach Möglichkeit gar nicht. Und ich erinnere mich noch sehr gerne an diese Großveranstaltung in Frankfurt, als es um den Euro-Prozess ging, also auf der EZB, standen daran vorbeizogen und das schuf nicht nur innerparteilichen Zusammenhang, sondern das schuf auch tatsächlich ein schönes Bild, ein Signal nach außen. Die Frage ist, wir werden uns ja jetzt noch länger, ein bisschen länger, Monate mit dem Wiederaufbau beschäftigen müssen, auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Themen zu beschäftigen haben. Aber wir müssen dann irgendwann auch wieder dazu übergehen, nach außen zu gehen und irgendwo wieder ein Zeichen zu setzen. Und da müssten wir an der Bundespolitik vielleicht dran arbeiten, um sowas wieder hinzukriegen. Hier sind wir auf der Straße, wir zeigen Freiheit. Dazu ist die Öffentlichkeitsarbeit die Frau Zillesen kurz, danach hatte sich Dr. Dreiner gemeldet, danach der Herr Kunze, danach die beiden Damen und den Rest, den merke ich wieder. Den Frau Französischen oder ich hatte gedacht, das hätte sich erledigt, aber für die. Okay. Ja, aber zu Ihrer Frage kann ich sagen, dass die gesamte AfD, die Bundespartei und auch die einzelnen Landesverbände, das ist nicht nur Nordrhein-Westfalen, nach wie vor große Probleme mit den Medien haben. Es wird über uns geschrieben, wir sind das Objekt der Berichterstattung. Wir sind aber selten Subjekt, in dem Sinne, dass unsere Meldungen in die Medien kommen. Es gibt einige Ausnahmen, das war Bernd Lucke. Das wird sicherlich auch Frau Petri sein, Herr Meuthen ist, glaube ich, jetzt auch schon präsenter geworden. Dann ist es natürlich Markus Prezell, auch als Europaabgeordneter. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, und das betrifft nicht nur Nordrhein-Westfalen, auch den Herrn Lüth von der Bundespartei, mit dem ich darüber gesprochen habe, Herr Lüth produziert fleißig in der Woche bis zu 4, 5 Pressemitteilungen, von denen oft keine einzige veröffentlicht wird. Also die Quote zwischen dem, was wir aussenden und was oft auch wirklich qualitativ gut ist, und dem, was die Medien zur Kenntnis nehmen, ist miserabel. Wir sehen im Landesvorstand darum einen Ausweg. Wir werden uns künftig noch stärker als bisher auf ganz klare Sachkritik an der Landespolitik konzentrieren, an der rot-grünen Regierung, und zwar mit Daten und Fakten. Wir werden versuchen, sich für uns selbst zu erfahren. Und irgendwann bin ich ziemlich sicher, wenn wir sagen, nein, was der Innenminister Jäger sagt, von 3%, das stimmt nicht, es sind 7%. Und wenn wir Fakten darlegen können und beweisen können, dann werden die Journalisten auch irgendwann anfangen, mit uns reden zu müssen. Denn sonst entsteht eine Gegenöffentlichkeit, die ihnen auch nicht recht sein kann. Also geben Sie uns auch da ein bisschen Geduld. Ich kann nur sagen, ich selber habe es mir im Leben nicht so schwer vorgestellt, aber so ist es. Gut, das war das zum Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Dreicher noch dazu und dann muss ich den Berg Hoffmann. Egal von was für ein Thema dazwischen schieben, weil der ist einfach thematisch nie geblieben, jetzt ist es zwischen durch. Also Dr. Dreichert und dann denkt auch mal als nächstes. Okay, der Patient hat das ja schon gesagt, wir haben Aktionen gehabt. Und der Rhein-Sieg-Kreis hat die beiden Aktionen, von denen ich rede, hier bekannt ist, die Kampagnen, die EZ-Kampagnen, massiv vorausgeplant und dann auch massiv investiert, was Werbematerial angeht und wir waren auch gut aufgestellt und das ist alles zusammengebrochen durch die inzwischen zigmal diskutierte Entwicklung. Leider Gottes muss ich dazu sagen, weil auch diese Zeit können wir nicht mehr aufholen, war ja terminiert bei der ganzen Sache. Wir haben aber inzwischen eine zweite Geschichte hier,
die ohnehin schon die ganze Zeit hochgekocht haben, meines Erachtens wirklich ein Thema für die AfD ist und meines Erachtens auch für Nordrhein-Westfalen, nämlich das Thema Flüchtlinge. Wir haben im Rhein-Sieg-Kreis, das ist bei mir sogar im Niedergleis, die Medienzentrale der Bundeswehr, und es ist durch hintenrum, quer und ohne große Vorinformation beschlossen worden, dass dort auf Dauer 500 Flüchtlinge untergebracht werden, voraus einem Gehorsam vom Oberbürgermeister, so viel war gar nicht geplant, und kann aufgestockt werden auf 800, so viel sind Plätze da. Ich wohne nebenbei in dem Gebiet. Das ist ein Thema für die AfD, für NRW, unabhängig von allen, das heißt, man kann und muss dieses Thema aufgreifen. Da kommt überhaupt gar kein Weg dran vorbei, aber gerade in der Situation, in der wir zurzeit drin sind, muss das strategisch und taktisch extrem gut durchdacht sein. Also man muss wirklich sehr genau überlegen, wie man an das Thema herangeht, obwohl es uns am Herzen liegt. Ich sage mal, vor ungefähr einem Jahr hätten wir anders rangehen können, aber im Moment, gerade im Moment, müssen wir sehr sorgfältig damit umgehen und ich betone, nur in Absprache mit einer Parteilinie vom Landesvorstand. Das ist in der Pflicht. Wir haben Möglichkeiten und der Rhein-Sieg-Kreis hat schon im November letzten Jahres ein Papier zu dem Thema verfasst, das in der Schublade liegt und als Entwurf einer Konzeption gedacht werden kann, Handlungsoptionen aufzeigt, muss abgeleitet werden. Das liegt dem Vorstand Rhein-Sieg sehr am Herzen und ich schätze auch den anderen Verantwortlichen in Rhein-Sieg, da bin ich ziemlich sicher. Danke. Das hat genau gepasst. Von der Zeit her, da kann ich also nur zu sagen, seitens des Zirkus hat der Kreisverband da auf jeden Fall hier gegeben und unterstützen, ich gehe davon aus, vom Land auch. Wenn doch noch ein letzter Dienstag, dann können wir gleich noch machen, weil dann müssen wir uns endlich zu Wort kommen lassen. Haben wir zweimal übersehen. Ja, aber eigentlich müsste ich jetzt ein paar Minuten mehr haben, nein, das ist Spaß. Weil vieles wurde jetzt mittlerweile schon genannt von dem, was ich sagen wollte. Ich wollte das Thema Islam nochmal aufgreifen. Ich störe mich an den Begriff politischer Islam, denn es gibt keinen politischen Islam. Es gibt den Islam nicht. Es gibt nicht die Trennung zwischen Staat und Kirche. Und das ist ja eben genau der Punkt, der es uns so schwer macht, uns diesem Thema zu nähern. Ich möchte daher appellieren, ich möchte gar keine Weisheit notwendig, ich möchte appellieren, dass man zu diesem Thema, und vielleicht packt man da auch genau diese Flüchtlingsproblematik noch mit hinzu, einen eigenen Fachausschuss ins Leben ruft, denn das ist das Thema, an dem wir nicht vorbei können. Es ist aber zugleich auch das Thema, auf das alle mit Argusaugen lauern werden, wie sich die AfD dazu äußert. Und da möchte ich zu bedenken geben, ich bin ja sehr aktiv auf Facebook, in letzter Zeit nicht mehr, das hat auch einen Grund. Ich finde das Niveau auf Facebook zurzeit stürzt ins Bodenlose hinab. Es ist furchtbar mittlerweile. Und das ist der Punkt, wo wir ganz stark aufpassen müssen. Ich sehe keinen Rechtsruck. Ich sehe aber tatsächlich, zumindest in dem Social-Media-Bereich, ich sehe aber einen Ruck hin zum Politentum. Und das finde ich gruselig. Davor müssen wir uns bewahren. Und da kann ich nur dem Herrn Teicher zustimmen. Wir müssen wirklich sehr genau hinschauen, was wir äußern, wie wir es äußern. Und meine Bitte wäre, zu diesem Thema Islam schrägstrich auch Flüchtlingsproblematik, sollte man vielleicht wirklich ein kompetentes Team an den Start bringen, was mit Hochdruck daran arbeitet, endlich mal zumindest vielleicht nur ein paar Punkte, die aber hinterher argumentativ belegt werden können, mit Fakten. Nur zustimmen denkt. Wir haben natürlich im Landesfachausschuss den Professor Topberger, der dieses Thema mit sehr viel Elan bearbeitet und auch mit sehr viel Kompetenz im Übrigen. Vielleicht noch etwas gesagt, es gibt die Trennung zwischen politischem Islam und Islam nicht. Das ist ja das, was ich vorhin andeutete, dass wir das genau die Forderung auch ist an die Muslime, dass ihnen klar sein muss, dass sie ihre Religion nur ohne den politischen Teil leben können. Das muss die klare Forderung sein. Insofern verlangen wir diesbezüglich eine Anpassung oder, um den bösen Begriff zu verwenden, eine Assimilierung an unsere Gegebenheiten. Vielleicht noch was
zum Thema, wie man sich ausdrückt, weil das wirklich extrem wichtig ist, apropos Facebook. Wir hatten heute wieder so einen Fall, Sie werden darüber ohnehin in der Presse lesen, deswegen kann ich es Ihnen auch gleich heute Abend erzählen. Mein Lieblingskreisverband, der sich immer mit dem Begriff Landesverband schmückt, Bremen, hat also heute eine gute Idee gehabt und dachte, es wäre besonders hilfreich, wenn man also eine Grafik postet, die da heißt, wenn wir abgelehnte Asylanten nach Hause schicken, dann können unsere Kinder wieder auf den Fußballplatz kicken. Das reimt sich, und was sich reimt, ist gut, haben die gedacht. Das war falsch. Das ist natürlich genau das, wo wir es noch nicht wollen. Einerseits, ja, es mag in dem Fall einen Zusammenhang zwischen Fußballplatz und nicht zurückgeschickten, abgelehnten Asylbewerbern geben. Weiß ich nicht mal, ob es das tut. Aber das ist natürlich nicht das Niveau, mit dem man das ganze Thema angehen kann. Ja? Also das ist genau das, was uns in die Ecke treibt, wo wir ja, nicht sein wollten. Der einzige Trost, wir sind nicht die Einzigen, denen sowas passiert. Also ein sehr aussichtsreicher Kandidat für das Amt des amerikanischen Präsidenten hat sich heute mit einem Tweet ziemlich abgeschossen. Insofern, das kommt offenbar nicht nur bei uns vor. Ja, Thomas Kunze aus Kaisersberg. Also zum Thema Aktivitäten wollte ich mal sagen, die Aktivitäten sind ja nicht nur die Landespartei und der Bezirk oder gar der Bund, sondern das sind auch wir. Wir haben zum Beispiel im Rheinisch-Bergischen Kreis übermorgen Kreisversammlung, wählen unseren Vorstand weitgehend neu. Am Freitag werden sich unsere Wermelskirchener Kollegen auf die Straße begeben, um darzulegen, dass wir noch da sind und umso stärker. Nebenbemerkung, wir hatten die letzte Aktion abgesagt in der Woche der Gründung des Weckrufes, weil wir natürlich keine Lust hatten, am Samstagmittag angesprochen zu werden von jedem auf dem Weckruf. Jetzt zum Stichwort Weckruf, was eigentlich ein Thema von gestern für uns alle sein sollte. Ja. Eigentlich ja. Aber in Verbindung mit den Mandatsträgern ist das Thema durchaus noch relevant. Ich meine jetzt Mandatsträger in den Kreistagen und Stadträten. Wir hatten zum Beispiel 2 von 3 Kreistagsmitgliedern Weckrufe. Der dritte ist unentschieden und so weiter. Den müssen wir natürlich bei der Stange halten, auch wenn er den Weckruf seinerzeit unterschrieben hat, aber jetzt nicht zur Alpha geht, einfach um zu verhindern, dass es eine Alpha-Fraktion geben wird. Das gleiche in Bergisch Gladbach, wir hatten 2 Alphanten, einen Weckrufer, der den Weckruf unterschrieben hat, aber schon immer sagte, eine neue Partei würde nicht mitmachen, und wir hatten einen Parteilosen, der zur AfD-Fraktion hinzugeschlossen ist. Wir müssen jetzt verhindern, dass der Weckrufler mit den Alphanten zusammen eine Alpha-Partei, Alpha-Fraktion ausruft, weil die Alphanten würden natürlich lieben, gerne ihre Flaggen drüber hängen. Aber insofern, das war jetzt die Frage, die ich stellen möchte. Wir müssen ja auch wankelmütige Weckrufler versuchen einzufangen, um ihn nicht an die Alpha zu verlieren, sondern lieber bei uns zu behalten. Okay. Der nächste war. Also nochmal, wir haben das ja sehr deutlich gesagt und es ist von der Bundesebene vorgegeben, die hat das geschrieben, Jörg Beuthen hat das geschrieben, ich habe es neulich auch nochmal geschrieben. Es ist das ganz klare Ziel, dass wir diejenigen, die durchaus mit uns zum Teil in den Weckruf gegangen sind, vielleicht auch an ihnen manche Informationen fehlte und sie bestimmte Ängste vor Entwicklungen hatten, die da an die Wand gemalt worden sind, dass wir die wieder gewinnen für uns. Das ist völlig klar, das war immer die Position und das hat Frau Gebete, glaube ich, auch auf der Bundespartei das sehr deutlich gemacht, dass es nicht um die Ausgrenzung geht. Ja? Und deswegen
wenn Sie hier auch am Land bisher gemerkt haben, wir haben nicht angefangen, hier Säuberungen oder Ähnliches zu betreiben. Ja? Das waren die anderen, genau, die das angekündigt hatten. Insofern, ja, wir möchten diese Leute bei uns behalten, wir möchten sie in der Partei behalten. Im Übrigen sind wir auch offen für diejenigen, die möglicherweise in 3 Monaten, in 6 Monaten feststellen, das war irgendwie doch Käse mit der Alpha. Das war maximale Beta-Version. Und die dann wieder zurückkommen. Ich möchte ganz kurz zu 4 verschiedenen Punkten Stellung nehmen, die Herr Gehl zuerst. Herr Gehl, es geht gar nicht darum, was einzelne Personen innerhalb der Partei in den nächsten Tagen äußern, sondern es geht darum, dass wir in einer innerparteilichen Diskussion ein Programm erarbeiten, das zur Abstimmung stellen und das, was dann der Parteitag, ob das ein Landes- oder der Bundesparteitag ist, bestimmt. Das ist die Sprachregelung der Alternative für Deutschland. Und sonst verständlich Sie, dass den Sprechern völlig ungenommen sich zu positionieren, aber das, was wir erarbeiten, wird abgestimmt und das ist dann unsere Sprache. Das ist das Erste. Das Zweite ist zur Zuwanderung. Uns ist jetzt auch mehrfach in der Geschäftsstelle angetragen worden, dass es verschiedene Gruppierungen oder Untergliederungen oder einzelne Interessensgruppen gibt, die sich zu diesem Thema positionieren möchten. Ich glaube, es ist jetzt sehr wichtig, dass Sie hier mit den Landesvorständen, mit den Bezirksvorständen und mit den Gliederungen sprechen, sich koordinieren, weil das, was Sie da unter Umständen schreiben oder organisieren, kann an Schaden auf gar keinen Fall das wettmachen, was Sie uns als Negativ-Image einbringen. Bitte sehen Sie davon ab, unkoordinierte Dinge zu posten oder zu organisieren, sondern sprechen Sie sich mit den Gliederungen ab, damit wir rechtlich prüfen können, ob das in Ordnung ist und dass man das dann entsprechend auch koordinieren kann und nach außen kommunizieren kann. Es macht gar keinen Sinn, wenn der Hasenzüchterverein, was weiß ich, in Hintersauerland dann zum Thema Zuwanderung Stellung nimmt und das nicht wieder von Citizen oder zum Beispiel was pressetechnisch betrifft, abstimmt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, das Strategieteam hat sich ja damals Gedanken gemacht, wie können wir auf die Straße raus? Daher wird die Kampagnen ins Leben gerufen, GIZ und HC. Und wir werden jetzt auch, Sven ist da dran, Sven Tritschler, dass wir diese Kampagne wieder aufleben lassen, damit Sie auch wieder einen sachlichen Grund haben, rauszugehen auf die Straße, eine Bürger anzusprechen. Da dient natürlich die GEZ hervorragend dazu, die Leute kommen automatisch auf Sie zu und dann können Sie auch dort wieder Mitgliederwerbung betreiben. Erfolgt das in Form von Flyer, die GEZ? Das wird gerade momentan überarbeitet, kann ich fragen. Sie müssen vielleicht ganz kurz dazu noch was sagen. Und abschließend zu dem Thema Geldbombe, natürlich ist das auch schon von den Landesverbänden in Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg angedacht worden. Auch die Koordination läuft da mittlerweile an. Wir haben da verschiedene Anrufe von Geschäftsstellen, die hauptamtlich besetzt sind. Also seien Sie gewiss, dass diesmal jeder Betrag genannt wird und nicht nur der Führer einer Partei, der in der Fraktion steht. Ich möchte nochmal ganz kurz zu Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, Frank Schelle, Kreisverband in Ruhr, in Mittal. Also, wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht bei uns in Mittal, dass wir 120 Roma-Zuzüge hatten im letzten Jahr. Dort hatten wir prognostiziert 250.000 Euro, inklusive Kindergeld, inklusive Sozialleistungen, für das ganze Jahr. Die Herrschaften sind dann 5 Monate geblieben. Das hat uns dann 90.000 Euro wirklich gekostet, plus noch 20.000 Euro on top. Das heißt also, die Sachen, die haben wir damals prognostiziert. Wir haben es an die Presse gegeben. Wir sind mit Scham, wir sind mit allem überkübelt worden, was es gab. Nur dann im Grunde genommen sozusagen hat dann der Stadtrat eine E-Mail bzw. einen Brief formuliert an den Landesminister, der dafür dementsprechend zuständig ist. Und da kam dann die hämische Antwort zurück: Naja, andere Städte im Ruhrgebiet haben dann eben mehr Anspruch auf Geld und auf die 90.000 Euro, wo dann eben angekündigt worden ist, dass wir vom Bund und vom Land eben Hilfe haben. Da haben wir nichts von gesehen. Und was für den Islam ein Thema ist, ich würde mir wünschen, wir haben hier in Bonn, also gut, ich komme jetzt nicht aus Bonn, aber hier in Bonn gibt es dann eben die Kulmig-Fachakademie. Das gleiche in Grün gibt es auch inzwischen in Berlin.
Und vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn die AfD mal sich in Stellung bringen würde, dass solche Vorfeldorganisationen, die eigentlich nichts anderes machen, als wie den Boden zu bereiten für das, was wir dann im Grunde auch sehen, mit Kopftüchern, mit Minaretten, mit irgendwelchen Gymnasien, die dann nur für Muslime oder weiß der Kuckuck was ist, die dann den Boden bereiten und dass man da den, sozusagen den Finger in die Wunde legt und da mal ein bisschen klar Schiff macht. Das würde ich mir im Grunde genommen wünschen. Und was im Grunde genommen die Migration betrifft, da habe ich mir mal die Mühe gemacht, um mal die Zahlen des Bundesministeriums, des Inneren genau zu verifizieren, im Norden des Landes, und habe dann festgestellt, dass zum Beispiel für Bosnien-Herzegowina bzw. für Albanien dann im Grunde genommen die Roma ungefähr 65 bzw. 180.000 Einwohner sind. Im ganzen Land über die 2 Millionen sofort fertig. Und siehe da, das ist genau die Zahl an Migranten, die dann im Grunde genommen sozusagen nach Deutschland kommen und hier dann eben Sozialhilfe dann eben beantragt. Und da kann man dann eben entsprechend sagen, wir machen Ferien ein halbes Jahr und 2 in Deutschland. Vielleicht wäre es mal nicht schlecht, im Grunde genommen sich diese Zahl zu holen, da würden dann nämlich sehr viele Zahlen. Das sollte jetzt der letzte Satz sein. Okay. Dann kommen wir hier vorne zur zweiten Reihe, die Dame. Danach hier in der ersten Reihe, die beiden Herren. Und danach Frau Heinz. Heidi Kunzelmann von Freund-Nochmann. Was ich mir wünschen würde oder vorschlagen möchte für die Wahlkämpfe, die wir jetzt in Nordrhein-Westfalen bzw. Rheinland-Pfalz vor uns haben und auch generell zur Positionierung. Die Presse spricht nicht mit uns. Die spricht nur über uns. Und ich verstehe auch nicht, warum wir denen hinterherrennen. Was ich aber merke, ist im Endeffekt, dass die Fragen in der Gesellschaft zum Gender-Problem, genauso wie zur Frühsexualisierung oder Inklusion in den Schulen. Wie geht es weiter mit diesem ganzen TTIP? Das wird immer größer. Und ich erinnere mich mit viel Freude an die Veranstaltung, die wir hier hatten zur Russlandpolitik, die hier von Bonn veranstaltet wurde und viele andere Veranstaltungen. Und ich würde doch vorschlagen, dass wir auch im Zuge der Programmatik für die Landesfachausschüsse immer wieder mal Referenten einladen und diese Vorträge öffnen, so dass wir uns auf der einen Seite Wissen abgreifen können für unsere Landesfachausschüsse, aber vielleicht auch interessierte Bürger mit dazu reinbekommen. So dass wir wissen, was heißt TTIP für uns, für die Nahrungsmittel, für die Nahrungsmittelkennzeichnung, vielleicht für den Mittelstand, für die Landwirtschaft. Und was ist im Moment los gerade in den Schulen? Was ist auch mit der ganzen Migration? Warum nicht verschiedene Leute darüber reden lassen, Spezialisten, beide Seiten hören, nicht nur ist alles schlecht, sondern sich informieren. Okay, über die Anregungen werden wir bestimmt nachdenken. Dann wir fahren nochmal her aus. Ja, meine Damen und Herren, Frau Zinsen, Sie haben mich vorhin nicht ganz richtig verstanden in Sachen Marketing. Es ist mir klar, Journalisten, dass sie Schwierigkeiten haben, Sachen unterzubringen. Die haben wir auch in Dortmund vom Rat, vom Kreis. Sie sind nicht anders als im Land und im Bund auch, das ist klar. Die Frage ist, ob wir nicht selbst offensiver sein sollten und auf die Straße gehen, Demonstrationen organisieren, eine bundesweite Demonstration mal wieder, um Flagge zu zeigen, darum geht es. Und da tauchen wir eigentlich nicht mehr auf. Und A2, klar ist auch, wer immer die Fokusveröffentlichung, wenn du das vorhin so auch gesehen hast, die Deutschen interessieren sich nicht mehr für den Euro. Das haben wir auch gesehen, die ganzen Verhalten der Leute. Warum ist Merkel so dagegen? Geht keiner auf die Straße, obwohl er dahin wird, warum unser Geld in der Welt verschwendet wird. Das interessiert keinen so recht, weil die Menschen das auch nicht so durchschauen. Das ist zu kompliziert, sie merken es einfach nicht. Der Fokus ist zu dem Ergebnis gekommen. Wir haben uns untersuchen lassen, dass das dominante Thema der Deutschen zurzeit die ungebremste Zuwanderung in unser Sozialsystem ist. Ja, natürlich. Und das ist ein Thema, mit dem wir verantwortlich umgehen müssen, mit dem wir stark realisieren können, mit dem wir auch untergehen können. Und da müssen wir uns genau diese Position überlegen und mit Vernunft an diese Dinge rangehen. Eine große Argumentationslinie kann doch auch nur sein, wer als Asylant kommt und anerkannt wird, der verdient unsere Fürsorge, muss auch vernünftig untergebracht werden. Alle Flüchtlinge müssen einfach vernünftig untergebracht werden, das ist ganz klar. Das ist humanitäre Pflicht. Auf der anderen Seite ist es doch unser eigenes Versagen hier in Deutschland, dass wir es nicht schaffen, so vernünftig die Dinge zu betreiben, die Verfahren schnell durchzuführen und auch schnell abzuschieben und auch bei den Schengener Abkommen mal über das Schengener Abkommen mal neu nachzudenken. Da kann man die Grenzfunktion auch wieder in dieser Hinsicht eine ganz andere Funktion auch erfüllen lassen und kanalisieren. Danke.
gesagt haben, mit einem Fachausschuss, der sich damit befasst. Ich bin der allererste, der da sowas mitmachen würde. Und wenn ich ehrlich bin, der Grund, warum ich zur AfD gekommen ist, weil ich die Hoffnung hatte, in solchen Fachausschüssen irgendwann anzuarbeiten. Ich weiß, dass man Zeit braucht, um da einzugehen. Das ist aber das, was sich bei mir in der AfD lohnt. Bei den bisherigen Gegnern habe ich gemerkt, für diese Dinge gibt es keinen Raum, weil gestritten wurde. Das war meine große Enttäuschung. Heute, will ich zugeben, merke ich atmosphärisch, dass sie sich diesem Thema sehr ernsthaft zuwenden. Der Herr Teicher, der jetzt nicht da ist, hat das ja sehr deutlich gesagt. Wir müssen uns voller Ernst und mit großer Aufmerksamkeit diesem Problem widmen. Und was Sie sagten, da spreche ich, meine ich jetzt auch mich selber mit. Ich bin einer, der wirklich zwischen den Türen steht und überlegt so oder so. Wenn Sie Interesse haben, Leute bei sich zu behalten, geben Sie ihnen eine Chance, bei einer vernünftigen Sache mitzumachen. Ein letztes Wort war, glaube ich, innerhalb der Zeit zu meiner Provokation mit dem Vorstand. Selbstverständlich haben Sie 100, das spricht für sich, in der Richtung wollte ich auch gar nicht gehen. Wenn Sie genau zwischen den Zeiten merken, merken Sie vielleicht, dass ich etwas, als fast wie so ein Coach gesagt habe, wie die AfD klug mit sich umgeht. Wenn der Vorstand, der jetzt diese Revolution, diese Befreiung, diese und so weiter geschafft hat, das ist jetzt eine reale Veränderung der AfD, das muss man zugeben. Und es muss auch eine reale Veränderung werden. Dieser Vorstand ist im guten Sinne der AfD beraten, nicht auf ewige Zeit zu bleiben. Die 100 Tage ist klar, das sind 300, das sind 3 Monate. Darüber nachzudenken, wo Leute sind, die das, was sie jetzt bewirkt haben, nachher fortführen können. Verstehen Sie das bitte als etwas, was im Sinne der AfD gesprochen wird. Ich weiß, das ist psychologisch schwierig, weil Sie im Vorstand sind. Trotzdem habe ich Ihnen das zu sagen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Dann ist die Frau Heinz als nächstes dran. Die Frau Heinz, dann kommt der Herr Wagner. Erst die Frau Heinz, dann der Herr Wagner, dann der Herr Zweiweiler hinter, dann in den ersten Reihen. Ja, ich verspreche auch, dass es das letzte Mal ist, ich gebe es ja zu. Nur weil gesagt wurde, wir hätten uns nicht zum Thema Islam geäußert oder wir hätten das Thema nicht aufgegriffen, das ist so nicht richtig. Nur die Medien, wie hier schon mehrmals gesagt wurde, sprechen müssten über irgendwelche Querelen, ob sie mal irgendeinen dabei ertappt haben, in der Nase zu bohren, auf jeden Fall nicht über Inhaltliches. Wir haben auf dem vorletzten NRW-Parteitag in Kamen Programme verabschiedet, unter anderem wurde auch der Antrag gestellt, dass wir dagegen sind, dass die Islamverbände aus dem Ausland finanziert werden dürfen. Und das ist schon mal ein ganz großer Schritt und das kommt auch in die Richtung von dem, was da eben gesagt wurde mit der Al-Fatah. Und die Ganzkörperverhüllung, dass wir dafür sind, dass die Ganzkörperverhüllung verboten wird. Es hat dann direkt ein Polizist gefragt, wie soll ich mir das vorstellen, kann man das verbieten? Und dieser junge Mann, der den Antrag gestellt hatte, war sehr gut informiert und sagte, ja, das stellen wir uns sehr praktikabel vor, nämlich so wie in Frankreich, wo eine ganz verschleierte Frau vom Polizisten angehalten wird und 250 Euro Strafe zahlen muss. Wenn sie sich darauf beruft, dass ihr Mann sie gezwungen hat, dann geht er in den Knast und die Strafe wird um ein paar tausend Euro erhöht. Das ist anscheinend in Frankreich praktikabel. Ich weiß nicht, ob wir geteert und gefedert werden, wenn das mal an die Presse kommt, aber bislang ist es das nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall schon ins Thema hinein. Okay, dann hier in Reihe 2, bitte. Ja, Klaus Wagner nochmal, meine Schwäche. Also ich möchte nochmal auf das Thema Islam, Islamismus eingehen. Wir sind eine politische Partei und der Vernunft verpflichtet. Das heißt, unsere Aufgabe ist, den politischen Islam zu stellen, dort, wo ein Verbänden auftritt, wo unsere Rechtsordnung gefährdet. Aber ich finde, wir sollten die Finger davon lassen, jetzt theologische Diskussionen zu führen. Das hat keinen Sinn. Wir haben Muslime im Land und die überwiegende Zahl ist meine Erfahrung, verhält sich eigentlich ganz normal. Das sind Leute, die aus archaischen Verhältnissen zu uns gekommen sind und die ihre Religion eigentlich ganz einfach ausführen und eigentlich die Tiefen ihrer Religion auch gar nicht kennen. Und die verhalten sich eigentlich konform. Und jeder, der sagt, also ich bin gegen den Islam, nicht gegen Muslime, der muss auch eine Idee haben, wie wir 3 Millionen, die ich auch nicht hier haben wollte, aber die wir jetzt da haben, vernünftigerweise behandeln. Das heißt, wir haben dort eine politische Aufgabe, aber keine Aufgabe, irgendeine Religion zu diskutieren.
Das muss ganz klar rauskommen. Und dann eine andere Frage noch thematisch vielleicht ein bisschen abweichen. Wenn wir da eventuell Missverständnisse zulassen, Herr Keitz, Sie sagten, wir haben 200 neue Mitglieder jetzt Aufnahmeanträge in der letzten Zeit. Haben sich die Aufnahmekriterien in irgendeiner Weise geändert? Sind wir da irgendwie offener geworden? Haben sich grundsätzlich geändert, und zwar in der Hinsicht, dass wir noch genauer hinschauen, was wir eh schon getan haben. Also wir lassen das über unsere den uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Möglichkeiten prüfen von mehreren Personen. Das macht in den Kreisen, das macht jemand vom Landesverband insgesamt, der angestellt ist, immer auf 450 Euro. Das machen die verschiedenen Vertreter der Bezirke. Wir im Landesvorstand diskutieren jeden schwierigen Fall mehr als zweimal und weisen in der Regel auch die Art. Also es ist nochmal einen Tacken genauer geworden, obwohl wir schon immer sehr genau hingeschaut haben. Also wer uns unterstellen möchte, wir haben einen Rechtsdruck oder wir sind über diese Rechte, der muss mir das beweisen, den kann man im Endeffekt könnte man anzeigen, aber was beweisen, dann ist es einfach nicht stimmt. Vielleicht nochmal zwei Sätze, weil das ja auch über die Presse zum Teil, also Hans-Olaf Henkel hat es ja in der Presse dezidiert gesagt, dass also der Landesverband Nordrhein-Westfalen also ein besonders schlimmer Verband ist. Und ich frage dann immer gerne nach, nennen Sie mir Beispiele. Ja, wir haben zwei, drei Fälle gehabt, wo es unglückliche Facebook-Postings gegeben hat, aber das ist alles kein Drama. Wie gesagt, also wenn Sie heute den Tweet eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten lesen, dann werden Sie nachsichtig sein mit den zwei, drei Fällen, die wir in Nordrhein-Westfalen gehabt haben. Und dann darf man nicht vergessen, Nordrhein-Westfalen taucht häufiger auf als das Saarland, wenn es um solche Probleme geht. Liegt aber daran, dass ein Fünftel der Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen nun mal kommt. Okay, das zum einen, was sich geändert hat, ganz konkret noch, kann ich dazu sagen, wir müssen inzwischen seitens der Kreisverbände mit jedem, der aufgenommen wird, ein Gespräch führen, was vorher nicht vorgeschrieben war. Ist zwar in den meisten Fällen geschehen, weil die Leute eben meistens auch vor Ort auf uns zukommen, aber es gab eben auch die Fälle, dass die Leute einfach sich beim Bund übers Internet eingeschrieben haben. Inzwischen muss also jeder handschriftlich den Antrag auch ausfüllen zusätzlich. Da muss vor Ort ein Gespräch geführt werden, darüber muss ein Protokoll geführt werden und auf der Basis dieses Protokolls entscheidet der Landesvorstand dann erst. Also wir haben da bisher wirklich grundsätzlich dahingehend agiert, dass wir gesagt haben, lieber zwei gute Leute draußen lassen, als einen falschen drin. Das war schon von vornherein die Linie, die wir immer gefahren sind und ich weiß nicht, woher die ganzen braunen Augen kommen sollen. Ich sehe seit zweieinhalb Jahren in Bezirk Köln jeden Antrag, der da erfolgt ist, und muss da sagen, ich habe da keine gefunden bei. Dass der ein oder andere vielleicht mal durchrutscht und dann bis jetzt noch nicht in der Öffentlichkeit war, kann man nichts gegen tun. Aber die haben wir dann auch diszipliniert bzw. wieder rausgehebelt. Das haben wir dann auch geschafft. Okay, nächster war hier in der Reihe hinter dem Herrn, dann die Dame hier vorne, dann ganz hinten und dann die Dame. Nach vielen Statements überrasche ich Sie jetzt mit einer ganz konkreten Frage. Ich bin Bertolt Hellmann, gehöre keinem Kreisverband an, komme aus Bonn. Die konkrete Frage ist, die Marke im Kern impliziert die AfD-Alternative. Und die AfD, so wie sie sich hier heute darstellt, fundamentiert ja noch auf den Regularien, die sie sich 2013 gegeben hat. Jetzt die konkrete Frage. Bleibt die AfD eine Alternative? Und damit eine systemkritische Fundamentalopposition? Oder steht zu befürchten, dass die AfD systemaffiner wird und damit letztendlich die Gefahr heraufbeschwört, dass die größte Partei, die von dem Streit der AfD und der Alpha profitiert, die Partei der Nichtwähler sein wird? Die Frage geht an niemand Bestimmtes, die Frage geht das Podium. Waren Sie auf dem Bundesparteitag gewesen? Nee. Also ich
Ich habe eine fünfstündige Rede gehalten. Am lautesten wurde es unter anderem, als ich den bösen Begriff Systemkritik verwendet habe. Einerseits an Buchrufen aus dem Weckruf und andererseits an nicht mehr enden wollenden Applaus vom Rest. Das ist ja auch etwas, was ein Kerndissens, ich sag mal, zwischen Lucke, Petri, Gauland, mir auf der anderen Seite war, dass wir immer gesagt haben, ja, wir sind systemkritisch. Und systemkritisch heißt nicht, wie vom Weckruf immer wieder behauptet, man wolle das Grundgesetz abschaffen. Völliger Blödsinn. Das Grundgesetz ist ohnehin nur noch etwas, was da steht und um was man sich als Politiker möglichst wenig kümmert und wo ein hin und wieder das Bundesverfassungsgericht dann zurückgreift, wie jetzt zuletzt zum Beispiel beim Betreuungsgeld. Nicht? Und das passiert ja in den letzten Jahren immer häufiger. Das heißt, es geht überhaupt erst darum, dem Grundgesetz wieder Geltung zu verschaffen in bestimmten Fällen. Und dann zum Thema Opposition, Fundamentalopposition. Den Begriff Fundamentalopposition finde ich nicht so ganz gut. Ich weiß, was Sie dann möglicherweise meinen, aber der ist so ein bisschen missverständlich. Aber klar ist, dass eine neue Partei nur als Protestpartei, als Oppositionspartei überhaupt eine Chance hat, sich zu etablieren. Denn es braucht die Nichtwähler, die sagen, wir sind nicht mehr vertreten. Es kommt auch keine Alpha-Partei an und sagt, guck mal, wir sind die bessere CDU und die bessere FDP gleich noch mit. Wenn auch ein paar Sozialdemokraten können wir auch noch abwerfen. Nee, also die sind ja glücklich bei der CDU oder zumindest halbwegs zufrieden. Es braucht erstmal eine kritische Masse Unzufriedener. Und das bedeutet Protest. Und das kann man dann Fundamentalopposition, aber ganz sicher Opposition nennen. Was wir sicherlich nicht sind in 2017, ist die bessere Regierung zu sein. Also das funktioniert nicht. Das Modell Schröder, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Nee, nicht 2017. Das ist das Modell für die AfD im Jahre 2050. Ich glaube, das waren klare Worte dazu, mit denen wir uns überwiegend anfreunden können. Wie gesagt, jetzt ist die Dame hier vorne in der ersten Reihe dran, bitte. Ich wollte nur, weil über Gender geredet wurde, darauf aufmerksam machen, dass die Frau Kelly, das ist Ihnen sicher ein Begriff, die sehr viel geschrieben hat über Gender, dass die am 8.8. in Köln einen Vortrag hält, ich weiß jetzt nicht, wie die Kirche heißt, in diesem Kirchensaal. In der Komödienstraße, also von der Domplatte. Das Mikro ein bisschen mehr zum Mund drehen, dann hören die Leute mehr hin. Ich bin nicht gewöhnt, so öffentlich aufzutreten. Gibt es normalerweise zu Hause. Aber das wollte ich doch sagen, weil da vielleicht Interesse ist, die Frau Kelly zu hören. Die hat zwei tolle Bücher geschrieben, eines, dann macht doch die Bluse zu. Ja, also, im Brüderin wollte sie damit rechtfertigen. Jedenfalls, wer da Interesse hat, das ist sicher sehr interessant. Am 8. Nachmittag. Okay, vielen Dank für den Hinweis, das ist sicher für einige interessant. Der nächste ist Andreas Hand, ganz außen. Ja, hallo Andreas Hand, mein Name ist Andreas Hand. Ich habe vorhin einmal die Berufung Stammtisch gehört. Aufstehen. Ich habe vorhin einmal die Begrifflichkeit Stammtisch gehört und ich glaube, wenn ich höre, dass Asylbewerber Sozialhilfe bekommen, dann fängt es an, in den Stammtischbereich zu gehen. Ich bin mit Ihnen ganz dicht dabei, dass es nicht gut ist, dass Asylsuchende aus den Sozialsystemen bezahlt werden, gar keine Frage. Aber wenn Sie den Eindruck erwecken wollen bei der Bevölkerung, dass Sie thematisch im Thema sind, dann können Sie es nicht Sozialhilfe nennen, sondern müssen diese Leistung nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei Frau Wagenknecht, die einer anderen Partei angehört, immer bewundere, mit welcher Inbrunst sie von der Arge spricht. Die Arge heißt seit 5 Jahren Jobcom. Ist etwas völlig anderes. Und wenn ich jemanden versuche, zu so
suggerieren, dass ich von einem Fachgebiet Ahnung habe, aber ich weiß noch nicht mal genau, wie das heißt, dann wird es schwierig. Und dann wollte ich eigentlich... Woher weißt du das? Bitte? Möchtest du das wirklich wissen? Vielen Dank. Dann wollte ich eigentlich was zur Thematik sagen. Ich glaube, was für uns 2017 relativ wichtig ist, ist, dass wir im Landesverband eine Programmatik zusammenstellen, die auf Landespolitik auszielt, wo dann der oder die Spitzenkandidatin zum Landtagswahlkampf sich drei Themen aussuchen kann, die er authentisch, glaubwürdig und mit Überzeugung verkaufen kann. Und das müssen landespolitische Themen sein. Bei allen bei der Problematik über Zuwanderung, Einwanderung, das sind bundespolitische Themen. Da muss sich der oder die Spitzenkandidatin des Bundeswahlkampfs mit Gedanken auseinandersetzen machen. Ich möchte nicht sehen, dass ich persönlich möchte das zumindest nicht, dass ein Spitzenkandidat meinetwegen der Mann heißt, ich mache es auf gar keinen Fall. Ich will den Satz noch zu Ende bringen. Und dann darunter irgendetwas steht, was selbst wenn er die Wahlen mit allen Stimmen gewinnt, niemals umsetzen kann, was aus dem Landtag in Düsseldorf heraus nicht umgesetzt wird. Ein sehr gutes Beispiel, letzter Satz, war die Linke im Landtagswahlkampf, die versprochen haben, dass sie das Rentenniveau im Landtagswahlkampf wieder auf 65 herunterfahren und den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei machen. Danke.